Druckt ist, ist es druckt. Wenn es gesagt ist, ist es gesagt. Hallo, herzlich willkommen bei meinem allerersten Podcast in dieser Serie. Mein Name ist Timo Wäschle und ich bin Unternehmer. Ich mache einen YouTube-Channel und noch ganz viele diverse andere Sachen. Und in diesem Podcast, da reden wir über Erfolg, wir reden über Unternehmertum, wir reden über Storytelling, Medienproduktion und was wäre das echt für einen fulminanten oder was gäbe es für einen fulminanteren Einstieg als mit meinem ersten Talkgast, mit dem Rainer Kuhn. Man kann es, glaube ich, so sagen, eine ganze wilde Rampensau. Wirklich Rock'n'Roll in sein Leben. Er hat als Publizist diverse Magazine schon ins Leben gerufen und auch mit seiner Bluesband sehr viele Menschen bespielt. Man kennt ihn unter anderem vom Kult, von dem Heftli, wo wirklich Kultstatus erlangt hat innerhalb von No Time. Und jetzt in der zweiten Auflage sein neueste Baby, und zwar The Influencer, The Story Behind The Storytellers. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist, Rainer. Hoi. Rainer, ich habe dich jetzt ein bisschen vorgestellt. Kannst du dich bitte selber schnell vorstellen? Who are you? Hast du alles gesagt? Was willst du wissen? Also, ich bin eigentlich nur eins, ich bin Vater. Und alles andere baue ich rundherum. Warum ist Vatersein im Zentrum? Das ergibt sich aus der Natur. Das wählst du nicht. Das ist einfach so. Du hast auch Kinder. Das ist, in dem Moment, wo du Vater wirst, gibt es nichts Wichtiges als deine Kinder. Und alles andere, was du nachher machst, sind Sachen, die du machst. Das sind nicht Sachen, die du bist. Ich bin nicht Verleger. Oder du kannst jeden Titel irgendwie annehmen. Anschreiben. Das, wo ich einfach unmissverständlich und unwidersprochen bin, ist Vater. Das ist, wie gesagt, um das dreht sich und das ist das, was mich am meisten interessiert. Du sagst Vater aber auch, weil all die Sachen, die du kreiert hast oder gemacht hast, sich auch wie Kinder vor dir anfühlen. Nehme ich jetzt mal an. Nein, habe ich jetzt nie das Gefühl gehabt. Ich weiss, es ist so ein Saying, meine Firma ist wie mein Baby oder mein Produkt ist wie mein Baby. Also wir haben mal darüber geredet und gesagt, ja, jetzt kommt dann mein neuestes Baby raus. Und ja. das ist ein Wortlaut, der von dir kommt. Ja, eben zu sagen, das ist so ein Saying, man sagt das so. Es ist natürlich überhaupt nicht, also das ist vermessen, das zu vergleichen. Also, ob jetzt das Magazin 40 Grad Fieber hat oder mein Kind 40 Grad Fieber hat, ist ein Unterschied. Im schlimmsten Fall kommt das Magazin irgendwann nicht mehr raus. That's it. Bist du ein guter Vater? Ja. Ja. Was macht ein guter Vater aus? Ich kümmere mich. That's it. Du musst dich um deine Kinder kümmern. Mehr kannst du nicht machen. Du kümmerst dich um deine Kinder oder nicht. Bist du immer ein guter Vater gewesen aus deiner Sicht? Ich habe mich immer gekümmert um meine Kinder. Was ist für dich Erfolg, Rainer? Konsequenz. Ich glaube, Erfolg ist einfach Konsequenz. Das habe ich nicht anders beschrieben. Erfolg ist, wie das Wort eigentlich sagt, erfolgt. Es ist eine Konsequenz von etwas, was du machst. Erfolg kann auch negativ sein. Es kann auch klar, es ist auch da im Volksmund, ist erfolgreich, heisst immer gut. Erfolgreich bist du immer. Es ist immer, wenn du etwas machst, bist du erfolgreich. Ob das in deinem Sinn nachher ist oder nicht. Es klingt ja nicht immer alles. Und was ist das Wichtigste auf dem Weg dorthin? Der Weg? Also das finde ich nach wie vor, auch heute, schon immer gefunden. Der Prozess ist das, was geil ist. Es ist dort, wo ich das Kult gemacht habe oder das Kult erfunden habe, wo wir das gemacht haben, es ist eigentlich die geilste Zeit, ist das Machen gewesen. Es ist der Status, was nachher rübergekommen hat, ist wie gesagt, es ist eine Folge gewesen. Es hätte so können kommen, unabhängig von dem war es lässig, um es zu machen. Es war geil, um es zu schreiben. Es ist auch da jetzt. Es ist lässig, um es zu machen. Ich produziere gerne Magazine, ich produziere gerne Papier, Print-Sachen.
nicht nur Content, sondern eben auch Kontext. Oder Content in einen Kontext hineinsetzen, das ist das, was ich lässig finde. Und am Schluss kommt etwas raus, das ist ein Produkt. Aber das Machen ist das Geile. Jetzt ist ja das Heftli wirklich für Print gemacht. Das ist auch Print-only. Es gibt keine Digital-Entsprechung. Gerade wenn man heute so ein bisschen schaut, ist jeder hybrid unterwegs. Man macht ein bisschen das, man macht ein bisschen Zap, man macht es ein bisschen dort, man macht es ein bisschen da. Und die Entscheidung, die ist sehr konsequent. Und hebt natürlich wahrscheinlich auch diverse Leute dann an den Spiegel an und sagt, hey, schau, es geht im Fall einfach auch so. Wie ist so die Resonanz auf das Print only? Sagen die Leute, gib uns auch Social Media Futter oder wie hast du denn so die Reaktion jetzt? Also es geht immer auch irgendwie anders. Und jetzt, ich habe es einfach sexy gefunden, gerade in der jetzigen Zeit. Heute ist ja nicht das Problem von der Verfügbarkeit. Heute ist alles verfügbar. Heute ist alles 24/7 irgendwie verfügbar. Und ich finde, jetzt bei dem finde ich es noch sexy, dass es nicht 24/7 verfügbar ist auf irgendwelchen Kanälen. Da kommt etwas anderes dazu. Ich finde auch, dass Online-Lesen und Offline-Lesen eine andere Qualität hat. Dass der Online auch viel flüchtiger ist als Offline. Und es ist ein Manifest gegen Flüchtigkeit. Und das ist die Message, die dahinter steht. Du machst das ja grösstenteils eigentlich allein, kann man sagen. Du führst all die Interviews, glaube ich, selber. Wie kommt so ein Heftchen zustande? Wie sieht so ein Prozess aus für die, die jetzt hier zuhören oder auch zuschauen dann auf dem YouTube-Channel? Hure subjektiv. Es ist wirklich. Ich rede gerne mit Leuten. Mich interessieren die Leute. Mich interessieren Menschen, wie sie denken. Und wenn ich jetzt hier Leute treffe, das ist so wie wenn ich ein Porträt. Wenn ich malen könnte, würde ich ein Bild malen von denen. Wenn ich Fotograf wäre, würde ich es fotografieren. Ich bin ein Schreiber, also rede ich mit ihnen und schreibe. Das ist meine Sprache, meine Form von Ausdruck. Und, ja. Und dann hast du irgend auf deinem Handy oder in deinem Moleskine eine Liste mit irgendwelchen potenziellen spannenden Menschen. Es steht ja auch der Influencer drauf und der Influencer ist auch drin. Oder wie kann ich mir diesen Prozess vorstellen? Also Influencer, also dort, was soll ich sagen, wenn ich ehrlich bin, ich habe jetzt einfach den Begriff kidnapped. So. Das hat nichts zu tun oder nicht viel zu tun mit dem, was man versteht, wenn du das Wort Influencer sagst heute, dann stellt man sich irgendwelche Proteinshake-Girlies oder weiss nicht was vor. Das interessiert mich nicht. Ich kidnappe den Begriff und fülle neu auf mit Leuten, wo ich das Gefühl habe, dass sie wirklich etwas zu sagen haben, dass sie effektiv einen Einfluss haben und wenn nicht, dass sie finden, sie sollten einen haben. Das ist so ist das ja eigentlich verpackt. Also nicht jeder, der da drinnen ist, ist ein Influencer, sondern halt einfach auch ein spannender Mensch, der das Potenzial dazu hat, die rein theoretisch. Jeder, der da drinnen ist, ist eben ein Influencer. Es ist vielleicht nicht ein Influencer, wie man ihn gemeinhin jetzt in dem neuen, mehr oder weniger neuen Business-Bereich würde definieren als Influencer. Ein Influencer im Wortsinn ist jemand, der Einfluss hat, jemand, der beeinflusst. Und das sind Leute, die Einfluss haben. Da haben wir einen Architekt, der ein Boot, wie ich noch nie gesehen habe, das eine Boot hat. Und wo ich das extrem spannend finde. Oder ein Musiker, der alle anderen Musiker finden, der toll, aber er selber ist jetzt nicht der, der den grossen Erfolg hat. Aber der beeinflusst wahnsinnig viele Leute. Und es sind eigentlich spannende Leute, die nicht unbedingt im Mainstream in sich bewegen. Ja. Wo ich aber finde, sie haben es verdient, ein bisschen Skiwerferlicht überzukommen.
wenn für deine Bluesband ein Musikstück schreibst oder ein Lied, wo sind die Parallelen mit dem Entwickeln zu so einem Heftchen? Wahrscheinlich, dass du einfach mal neu mit anfängst. Es entsteht. Also bei mir ist es so, eigentlich bei allen Sachen, die ich mache, entstehen es aus einem Gefühl, aus einer Art der Dringlichkeit, aus, dass ich das Gefühl habe, ich müsse es machen. Es gäbe es so nicht. Ich will das Angebot im März oder ich will das Angebot den Leuten machen. Das ist eigentlich das, was immer am Anfang steht. Da weiss ich in den meisten Fällen noch nicht, wohnen, dass es geht, ob es funktioniert oder nicht. Und habe in den Sachen, die jetzt funktioniert haben, auch immer das Glück gehabt, dass ich immer Leute getroffen habe, die das dann auch zum gegebenen Zeitpunkt supportet haben in irgendeiner Form, die das unterstützt haben, die das wieder haben können weitertreiben, ob das inhaltlich ist oder hinter den Kulissen, mit Kontakt, was wir zur Verfügung gestellt haben, mit Ressourcen, was wir zur Verfügung gestellt haben, mit whatever. Das ist ein Teil des Prozesses und das ist eigentlich wie der schönste Teil des Prozesses. Am Schluss, ob ich jetzt mit dem Konzert auf der Bühne, logisch ist es das, was nachher dann die Erinnerung hast. Aber das, was eigentlich am meisten einfährt, ist, bis es so weit ist. In dem Moment, wo du die Idee hast, wo du die Inspiration hast und dann auf den Weg gehst mit all den Leuten, die du triffst und das entwickelst und das noch ein paar Mal verrührst und dann auch auf dem Weg noch ein paar Mal korrigierst und auch wenn es erst mal draußen ist, dann vielleicht bis zweimal nochmal ein bisschen in Schweizer. Einfach der Prozess, etwas zu entwickeln, das ist der, der mich eigentlich antreibt. Und das ist das, was ich das Geilste finde. Und die Leute, die mit zu tun haben, auf dem Weg, das finde ich das Geilste. Ein Gespräch, das du nie wieder vergisst ist und warum? Eins rauspicken. Versuch es, give it a try. Vielleicht fällt mir bis am Schluss des Gesprächs, außer wir sagen jetzt schon fertig, vielleicht fällt mir noch eins ein, aber ich habe so viel Gespräche gehabt. Gut, lassen wir das dort unten im Ram einfach mal noch so kurz ein bisschen mitlaufen. Ein Learning, ja, no problem, kein Thema. Was ist so ein Learning, das du so mitnimmst, das du auch könntest vielleicht weitergeben auf dem Projekt, was hast du gefunden? Wenn ich das gewusst hätte, wäre es mir ein bisschen einfacher gefallen. Also gut, das weisst eigentlich. Also wenn das Zeug nicht finanziert ist, ist es immer viel, viel schwieriger. Also es fällt viel einfacher, wenn es finanziert ist. Das ist so. Auf der anderen Seite habe ich mich aber nie davon aufhalten lassen, wenn es nicht wirklich finanziert war. Das heisst, es ist dann irgendwie dann halt gleich gegangen. In Bezug auf Gespräche oder überhaupt in Bezug auf das, was du machst, habe ich es immer gefunden, dass es wichtig ist. Und ich glaube, das ist auch das, was mir eigentlich immer gut gelungen ist, ist ein Ambiente zu schaffen, wo die Leute sich wohlfühlen. Also, das ist eigentlich mein Hauptjob. Schauen, dass die Leute sich wohlfühlen. Im Interview rein, Interview ist ein bisschen, ich brauche das Wort Interview auch nicht gerne, es sind Gespräche. Ich probiere ein Ambiente zu schaffen. Fragen zu stellen, über Sachen zu reden, wo der andere sich wohlfühlt und durch das erzählt er dir auch dann mehr, als wenn du jetzt ein Journalist wärst. Der weiss genau, du bist ein Journalist, oh shit, jetzt musst du aufpassen, was du sagst. Bei mir musst du nicht aufpassen, was du sagst. Ja, es ist nicht die Idee, dass ich dich irgendwie entblöße, sondern es ist die Idee, dass wir über Sachen reden, die vielleicht sonst nicht redest darüber. Also es ist ein Ambiente zu schaffen. Oder auch mit Leuten, die zusammen arbeitest. Da habe ich immer gefunden, es ist so, auch wenn ich feste Mitarbeiter, habe ich nie das Gefühl gehabt, die arbeiten für mich. Logisch im Endeffekt, aber ich habe immer eigentlich subjektiv das Gefühl gehabt,
ich arbeite für die. Ich muss schauen, dass es ihnen gut geht. Ich muss schauen, dass die sich wohlfühlen. Der Lohn oder das Honorar oder was auch immer zahle, ist ein Teil davon. Logisch. Super Reaktion. Danke, Rainer. Ich war so dich am Anschauen. Also für alle die, die auf YouTube wollen, schauen wollen, dort hat man gerade gesehen, wie der Rainer unsere Lampe, die durch einen Windstoß gegen mich geflogen ist, sehr mit einer grossartigen Reaktion auffangen hat. Und der Dave kommt zu Gold. Ja, Nino, die Reaktion ist immer noch da. Nein, was ich würde sagen ist ich glaube wirklich, das ist auch, also Geheimnis ist es nicht eigentlich. Jeder, der mit Leuten zu tun hat und das gut macht, weiss das. Du musst schauen, dass es deinen Leuten gut geht. Weil wenn es deinen Leuten nicht gut geht, arbeiten sie nicht gerne für dich. So einfach ist das. Es ist nochmal so ein Rohr oder ein Lohn zahlen. Gehört auch dazu, um zu schauen, dass sie ihnen gut zahlen. Wenn sie ihre Rechnungen nicht können zahlen können, sind sie abgelenkt. Sind sie nicht auf das Projekt fokussiert. Wenn sie sich nicht wohlfühlen, ob es jetzt im Zeitrahmen ist, in den Freiheiten, die sie haben, dann kommst du nicht die beste Leistung über. Das ist eigentlich eine völlig simple Angelegenheit. Darum ist es eigentlich von der subjektiven Empfindung her so, dass du für deine Leute schaffst und nicht deine Leute für dich. Wenn du willst, das Beste rausholen, dann musst du die grösstmögliche Freiheit geben und das grösstmögliche Wohlbefinden erzeugen. Und wenn du das kannst, dann kommst du ganz, ganz viel über. Kommst viel, viel mehr über, als mit Geld allein kannst du einkaufen. Hast du den Job gerne gemacht, für deine Mitarbeiter gearbeitet? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, logisch. Ich finde es einfach geil, wenn du siehst, dass lässige Sachen entstehen. Und ich finde es extrem ungeil, müssen diskutieren oder müssen Sachen einfordern. Weißt du, so, wo, hey, jetzt haben wir aber das gemacht, jetzt du schuldest mir. Ich bin in den 60er, 70er Jahren gross geworden. Weißt du? Vielleicht so aus einer Hippie-Zeit beeinflusst worden. Ich glaube, dass der Mut, die Energie, die herrscht, wenn etwas entsteht, ganz ein wesentlicher Teil davon ist, vom Produkt am Schluss. Und dass du auch das am Produkt auch ansiehst. Egal, was du produzierst. Ob du Film produzierst, ob du Magazin produzierst, ob du Musik produzierst, ob du, weiß nicht was, Schokohasen produzierst. Die Liebe, die du drin tust, die Liebe, die im Prozess drin ist, ist das, was entscheidend ist. Und das ist auch das, was lässig ist, nachher dann zu machen. Weil du schaffst sowieso viel. Du machst nicht irgendwie 5-6 Stunden pro Tag. Du bist 24-7 dran. Du kümmerst dich immer darum. Wenn es nicht geil ist, dann macht es sie fertig. Also ist es gescheiter geil. Das ist definitiv so. Aber jetzt machst du ja Magazin im Auftrag für Unternehmer oder Privatpersonen. Man kann zu dir kommen und du machst die oder machst das im Alleingang und hast ja nicht mehr so einen grossen Tross. Warum nicht? Dass es so Spass macht mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Warum hast du nicht mehr? Mal, ich habe den schon. Das ist, ich meine, du musst jetzt redest du von einer Organisationsform, oder? Hast du es auf der Payroll oder nicht? Ja, ich habe heute niemanden mehr auf der Payroll. Ich bin nicht einmal ich selber auf meiner Payroll, eigentlich. Also, der Grafiker, wo ich zusammen arbeite, mit dem arbeite ich jetzt schon seit 30 Jahre zusammen. Ich bin eigentlich ein extrem loyaler Mensch. Aber es ist nicht, dass ich jetzt 10 Leute muss haben, fest angestellt haben. Aber du schaffst gleich, je nach Prozess, je nach Schritt, dann kommt es in die Produktion rein, dann schaffst du mit der Druckerei. Dann schaffst du mit dem Druck, dann gehst du an die Maschine, dann ist dort wieder ein anderer, dann schafft dort ein anderer, der die Farbabstimmungen macht. Das sind alles Begegnungen, das sind alles kleine Momente, die wahnsinnig viel eben beitragen
in diesen Prozess drin. Ja, die extrem wichtig sind. Also, es nützt dir nichts, wenn du das Gefühl hast, du bist der geilste Sieger und der andere an der Maschine findet, du behandelst ihn nicht gut und er geht schludrig mit dem Zeug um und am Schluss ist es nicht hübsch. Nützt dir überhaupt nichts. Also, ja, vielleicht kannst du es einfach sagen, es hilft, wenn du anständig bist mit den Leuten, die du etwas zu tun hast mit. Wie erlebst du den Umgang so in der heutigen Welt und in der Gesellschaft? Bist du zufrieden mit dem oder wünschst du noch ein bisschen mehr? Gut, du kannst das ja eigentlich selber aussuchen. Du hast ja mehr oder weniger selber aussuchen. Also, ja gut, wenn du jetzt noch fest angestellt bist in einem grossen Konzern, kannst du nicht aussuchen, mit wem dass du dein Büro teilst. Das ist schön, das kann ich. Ich kann mir aussuchen, mit wem dass ich zusammenarbeite. Und von dort her ist es eigentlich gut. Und mit den Leuten, die ich nicht mag oder die mir nicht sympathisch sind. Es kann auch einer sein. Es ist so ein bisschen Mischung. Es kann einer sein, der Beste ist auf seinem Job, aber er ist ein Arschloch, dann interessiert er mich nicht. Zuerst muss einer ein guter Typ sein und dann muss er gut sein auf seinem Job. Es reicht nicht, wenn einer ein guter Typ ist und nichts kann, dann hilft es dir auch nicht. Aber du musst gut zusammen funktionieren, du musst einander mögen, du musst einander respektieren, du musst Freude haben am Prozess, wo du miteinander gehst, an dem Weg, wo du miteinander gehst. Dann entstehen Sachen, die in der Ritze der Professionalität sich befinden, die eigentlich den ganzen Sexappeal am Schluss ausmacht und die ganze Freude ausmacht. Wie hast du früher dein Team rekrutiert und wie heute? Immer so. Also es hat sich eigentlich immer ergeben. Es ist... Wenn mir jemand auffällt, plötzlich, wo ich finde, leck, der ist noch spannend, aus irgendeinem Grund, aus irgendeiner Facette, wo ich an dem fasziniert bin, dann will ich den kennenlernen. Dann suche ich die Nähe, dann suche ich den Kontakt und dann entsteht vielleicht etwas. Also ich gehe eigentlich über die Leute, so, weniger über die Funktionen. Ich finde die Leute wichtiger als die Funktionen. Jetzt hast du eigentlich bei allem, was du gemacht hast bis jetzt, hast mehrere Medien nebeneinander gehabt. Also im Kult hat es auch mal Partys gegeben und dann hat es mal Sepp noch gegeben und dann hat es dann trotzdem noch einmal so eine online so ein bisschen Entsprechung davon gegeben. Also so richtig schon fast wie ein Medienhaus. Reizt dich das da nicht? Ja, es gibt auch viele Sachen, die ich nicht kann. Und, trotzdem hast du das gemacht in der Vergangenheit. Ja, aber das ist ja, also meine, weißt du, in der Vergangenheit, ich meine, was cool, wo ich es cool gemacht habe, da ist online noch wirklich nicht wahnsinniges Thema gewesen. Ich meine, heute ist online eine ganz andere Disziplin als noch vor 10 oder noch vor 20 Jahren. Also wir haben im Kult, haben wir dann irgendwann mal eine Webseite gehabt und dort hast du einfach deine Kommentare abgeben können, quasi, in der Zeit, mehr nicht. Ich habe online nie wahnsinnig sexy gefunden. Einfach nicht. Auch heute noch nicht? Ich finde es auch heute noch nicht sexy. Aber du bist auf allen. Ich glaube, auf TikTok bist du glaub, nicht. Hey, TikTok, hey, weißt du? Nein, mein Sohn ist auf TikTok. Und dann habe ich gefunden, musst du auch. Bist schon irgendwie im weitesten Sinne in dem Business. Und dann habe ich mal einen Account gemacht und dann Kopf irgendwie siehst du auch nur die 12-jährigen Mädchen, wo irgendwie das Füdli schwingen. So. Ich bin mir blöd vorgekommen. Ich bin mir echt blöd vorgekommen, das anzuschauen. Ich glaube, 3 Tage und dann bin ich wieder weg. Nein, es sind so Sachen, weißt, ich stelle das auch fest. Und Snapchat hat es, glaube ich, gibt es das immer noch, Snapchat? Ist das immer noch das Thema? Ja, scheint es mir sein, aber... Ich meine, eben, voilà. Und MySpace, kennt jemand den Tom noch von MySpace? Ja, kannst du noch StudiVZ? Ja, StudiVZ oder eben der Tom. Ich bin Tom, wie kann ich helfen und so. Das ist alles so flüchtig. Und dann ist das gross, dann ist das gross. Logisch, man ist auf Facebook, aber auch das kommt mir je länger im Meer. Man ist ein bisschen auf Instagram und so. Ich beobachte das. Meine Liebe gehört nicht dort. Meine Leidenschaft ist
ist eher in der analogen Welt und nicht in der digitalen Welt. Ich finde zum Beispiel auch gerade heute wieder irgendwie mit jemandem mich austauscht auf Facebook und dann macht er einen Kommentar und du gibst eine Antwort auf den Kommentar und nachher bearbeitet er seinen Kommentar, wo du die Antwort gegeben hast drauf. Im Nachhinein, dann stimmt doch deine Antwort dann nicht mehr. Weißt du, so. Ja, das wird schwierig. Dann wird es wirklich schwierig. Wenn es gedruckt ist, ist es gedruckt. Wenn es gesagt ist, ist es gesagt. Punkt. Ja, und wenn es noch so eine Kritzelzeichnung drauf hat, hast du die Kritzelzeichnung drauf, bringst du sie auch nicht weg. Ja, und wenn es ein Kratzen auf der Platte hat, hat es ein Kratzen auf der Platte. Das gehört dazu. Also die Gier nach der Perfektion. Es gibt nichts Unsexieres als Perfektion. Es gibt nichts. Ja, es ist keine Schönheit in der Perfektion. Überhaupt nicht. Und die digitale Welt, die geht immer so in die Richtung, auf die eine Seite, und auf die andere Seite ist sie unheimlich schludrig und gleichzeitig vergisst sie zwar nie, auf die andere Seite findet man auch nichts mehr. Also weißt du, ich habe in den 30 Jahren, wo ich jetzt hier selbstständig arbeite, wahrscheinlich etwa 2 Dutzend Systeme miterlebt. Und wenn ich nicht immer alles wieder auf die neuen Systeme wieder updaten und ändern und so, dann kann ich doch das Zeug nicht mehr brauchen. Ich habe doch meine Dokumente, die ich damals auf dem Ragtime-Programm auf Mac gemacht habe, kann ich gar nicht mehr anschauen. Weißt du, es ist so. Nein, wenn es gedruckt ist, ist es gedruckt, fertig. Ich habe einen Ordner daheim, wo das Zeug drin ist. Ich drucke jede Rechnung aus, ich drucke jeden Brief aus. Ich behalte nichts digital. Ich finde es einfach nicht sexy. Ich weiss, es ist nicht zeitgemäß. Aber jetzt haben wir doch alle Backup-Platten. Wir haben Backup-Platten, wir haben dies und das. Das sind ja Backup-Platten, das sind ja neue Bundesordner, habe ich mal gehört. Genau, ich habe einen Harddisk mit 40'000 Fotos drauf. Wie oft nimmst du die für? Das wollte ich gerade sagen. Ich habe die noch nie angeschaut. Aber die Bundesordner mit deinen alten Kult und Fotoalben und so, die nimmst du einmal noch für? Ja, und ich habe ein paar Bananenkisten mit Fotos. Ich meine, im Kult am Anfang haben wir noch mit Film produziert, oder? Und dort haben wir Fotos gemacht. Dort hast du noch nicht digital fotografiert. Das digital Fotografieren ist so ab. Wann ist das gekommen? Nicht 05, 06, so. Plus, minus. Aber einfach so um die Jahrtausendwende haben wir analog fotografiert und entwickelt. Hast du es einmal eingeschickt? Frützlingen oder Weinem. Das ist die Ding. Und die Fotos habe ich noch. Und in diesen Kisten wühle ich etwa. Und dann gehst du schauen und das ist völlig unsortiert. Oder ich habe einen Freund, der macht einfach einmal, das ist noch cool, der macht jedes Jahr ein Jahrbuch mit all den Fotos, die er gemacht hat. Lädt das in ein Buch hinein, produziert einfach ein Jahrbuch. Also nur für sich? Ja. Nur für sich. Das schaust du an, das hast du im Gestell rein. Das nimmst du ab und zu raus. Ich nehme nicht meine Disk raus oder meine Harddisk, hänge sie irgendwie an und gehe durch Ordner. Müsste ich mal machen vielleicht, aber es reizt mich gar nicht. Weil es auch eine Form von Entschleunigen ist? Ich glaube, dass die Qualität in der Langsamkeit ist. Das ist schon so. Also ich meine, ich habe in den 80er Jahren studiert, Betriebswirtschaft studiert. Und das war so die Zeit von Lee Iacocca und Bernard Tapie und überhaupt alle die schneller ist besser und effizienter und was auch immer. Meine Erkenntnis heute ist das Gegenteil. Geschwindigkeit gibt dir keine Zeit. Geschwindigkeit nimmt dir Zeit. Mit der Geschwindigkeit verlierst du Zeit. Das ist so. Du gewinnst sie nicht, du verlierst sie. Geschwindigkeit verlierst, lass dich Zeit verlieren. Ich glaube, dass die Qualität in der Langsamkeit ist. Und dass die Qualität in der Einfachheit drin ist. In der Nicht-Komplexität. Die suche ich. So, gegen das Ende vom Gespräch gerne noch 2 Fragen. Was würdest du Unternehmerinnen, Unternehmer oder Unternehmen raten, noch mehr zu machen? Noch mehr? Ja.
Was würdest du ihnen raten? Lieb den Prozess. Wenn du nicht geil bist auf den Prozess, vergiss es. Mach es nicht. Wir nicht Unternehmer, wenn du nicht den Prozess lässig findest. Weil du wirst scheitern. Du wirst andauernd scheitern. Jeden Tag wirst du scheitern. Wenn du den Prozess nicht geil findest, wirst du verzweifeln. Der Prozess ist das, was geil ist. Irgendwann kommst du ans Ziel. Irgendwann hast du das Produkt gemacht. Irgendwann hast du eine Bilanz, die dir gefällt. Irgendwann hast du eine Größe, die du lässig findest. Was auch immer. Vielleicht aber auch nicht. Was ist, wenn nicht? 10 Jahre für die Füchse? Nein, mach den Fehler nicht. Der Prozess ist das, was du geil findest. In dem Moment, wo du die Idee hast und findest, das will ich machen, dann lauf los. Und dann schau, was passiert unterwegs und geniesse, was passiert unterwegs, egal welche Abzweigung du nimmst. Und wenn du das nicht lässig findest, musst du es nicht machen. Und was wünschst du den Menschen? Liebe und Gesundheit. Danke vielmals, das wünsche ich dir auch. Und ich hoffe, das Gespräch war spannend für euch. Wenn ja, dann teilt doch bitte eure Gedanken mit uns. Wir würden uns sehr freuen. Merci, Rainer. Danke dir. Bye-bye.